Hallo und willkommen zurück bei Mozart Car Classics. Wir wollen heute mal was Neues probieren und zwar ein Video, wo es nur um ein bestimmtes Bauteil geht. Heute geht es um die Vorderachse vom W124. In dem Fall ist es ein C124 300CE-24 Coupé. Ganz wichtig, bevor wir anfangen, Kanal abonnieren, Glocke einschalten, damit ihr nichts verpasst, was wir hier auf dem Channel machen. Ich übergebe jetzt mal an den Micha. Der erklärt euch alles rund um die Vorderachse vom 124er, die in ähnlicher Form natürlich in einigen anderen Autos auch noch zu finden ist. Wir haben einen Stoßdämpfer, muss ja auch sein. Wir haben eine Fahrwerksfeder. Wir haben, also es gibt für Fahrzeuge mit und ohne ABS, beim 124er ist ABS Gott sei Dank Serie. Wir haben hier montiert den ABS-Sensor, ganz wichtig. Wir haben das Spritzschutzblech oder Ankerblech genannt. Wir haben natürlich wichtig auch einen Bremssattel, klar natürlich auch die Bremsscheibe dazu. In der Bremsscheibe mittig zentriert ist das Radlager, das sitzt hier drunter und ist am Schenkel montiert. Das kann man hier noch schön erkennen, wenn man jetzt hier reinfilmt. Dieses kleine schwarze Bauteil hier hinter komplett. Wo alles montiert wird, ist der Schenkel. Das hält alles zusammen. Sprich, der Stoßdämpfer, das Ankerblech, die komplette Bremsanlage. Das hängt dann unten zusammen an dem Querlenker, also dem unteren Träger. Sitzt hier auf dem Führungsgelenk unten noch drauf, weil auch dieses Bauteil muss ja beweglich sein, wenn ihr fahrt. Der Träger geht dann weiter in die Karosserie, hier in die Aufnahme hinein. Sprich, an diese beiden Punkten, die natürlich auch gelagert sein müssen, für einen ordentlichen Fahrkomfort. Dann habt ihr oberhalb von all dem, wenn ihr den Stoßdämpfer nach oben verfolgt, ein Domlager sitzen, ein großes, weil ihr müsst ja auch die Schwingungen oben abdämpfen können und ihr wollt ja auch nicht, dass wenn ihr mal über eine Bodenwelle fahrt und es schlägt einmal stark auf die Achse vorne, dass es oben in der Karosserie schlägt. Muss ja auch weich gelagert sein. Weiter weg haben wir natürlich noch ganz wichtig die Bremsleitung, weil ohne Bremsleitung wird halt doch wieder kritisch mit den Bremsen. Heutzutage ist es natürlich so, eine Vorder- oder generell eine Achse vorne hat viel mehr Bauteile und hat viel mehr Funktionen. Das ist hier noch recht simpel gestaltet. Aber was wir natürlich auch schon haben, schön neben dem ABS, ist Bremsverschleißanzeiger. Gibt es schon wesentlich länger, gab es früher auch schon. Aber viele Fahrzeuge, auch aus den Baujahren, jetzt nicht von Mercedes, auch von vielen anderen Marken, hatten leider sowas noch nicht, eine Verschleißanzeige. Sprich, wenn die Klötze irgendwann runter waren, konntet ihr es höchstens nur hören oder der TÜV hat euch gesagt, hör mal, deine Bremse ist schon Blech auf Blech. Das Schöne ist, was wir bei diesem Fahrzeug haben, durch die Motorisierung als 324V, ist eine Festsattelbremse. Das gab es vorher bei den Fahrzeugen nicht beim 124er. Das kam erst in geänderter Version dann irgendwann beim 320er und ganz spät bei den letzten Modellen auch beim 280er mit rein. Vorher hattet ihr eine normale Schwungsattelbremse, sprich ihr hattet eine ziemlich kleine Bremse, die ich persönlich finde, der Motorisierung auch von den kleineren Maschinen, sprich dem 3 Liter mit 180 PS. Die Bremse war vielleicht TÜV-technisch ausreichend, aber wenn ihr diese Fahrzeuge wirklich mal auf der Autobahn fahrt und ihr bremst zweimal ein bisschen fester und ihr müsst in der Kurve mal ein bisschen vorher noch anbremsen, da wird ihr merken, dass diese Bremse leider nicht ausreichend ist für so ein Fahrzeug. Und daher finde ich es sehr gut, dass bei dieser Ausstattung und bei dieser Motorvariante Mercedes gesagt hat, wir bauen jetzt eine 4-Kolben-Festsattelbremse mit ein, damit, ich sag mal, diese Bremsschwierigkeiten behoben werden. Natürlich haben wir auch eine Spurstange am Spurstangenkopf. Wenn wir lenken, muss die Achse vorne ja auch in die gewisse Richtung, wo wir hinlenken, auch beweglich sein. Es gibt ja Fahrzeuge, die haben den Stoßdämpfer und die Feder in einem, sprich ein komplettes Federbein. Es ist ja so, je nachdem, wie man es konstruiert, sind die Fahrzeuge für verschiedene Ansprüche gestaltet und sollen ja meistens einfach nur den Fahrkomfort bringen und nicht direkt die Sportlichkeit. Günstiger zu gestalten ist es natürlich klar, wenn man sagt, man nimmt Feder und Stoßdämpfer in einem Bauteil, weil dann spart man sich im Grunde hier in dem unteren Lenker ja wieder eine Aufnahme, ein Gewinde, eine Montage oder eine Schraube, was am Ende der Produktion natürlich auch wieder Geld spart. Bei den älteren Fahrzeugen ist es meistens noch so, dass der Stoßdämpfer und die Feder getrennt voneinander sind. Zusätzlich auch ist der Stoßdämpfer nicht am Querlenker montiert, sondern sitzt am Schenkel, sprich an der Bremse dran. Beim Fahren gibt es den Vorteil, dass ihr einen ziemlich guten Fahrkomfort habt. Also es ist wirklich so, diese Autos schwimmen über jede Bodenwelle. Wenn ihr jetzt natürlich eine Sportline-Version habt oder ihr baut dieses Auto oben mit Gewindefahrwerk oder, geht dieser Komfort natürlich verloren. Wenn man das so verbaut, hat man natürlich einen ziemlich komfortablen Vorteil gegenüber, ich sag mal, Federbeinen, die komplett simpel zusammengestaltet sind, wo alles einfach nur komplett vorne am Schenkel hängt. Ihr werdet es merken, wenn ihr jetzt einfach mal in einen, ich sag's wie es ist, in so einem Golf 4 oder sowas einsteigt, dann fahrt ihr mal über eine Bodenwelle und das Einzige, was ihr merkt, ist ein richtiges Pong und es fühlt sich nicht wirklich bequem an. In den Fahrzeugen gleitet ihr wirklich noch ganz sanft über den Boden. Und auch viele Luxusfahrzeuge von heute oder ich sag mal teurere Fahrzeuge haben es so, dass wenn sie zum Beispiel Luftfahrwerk oder Co. haben, sind die Elemente immer noch voneinander getrennt
um euch natürlich klar auch einen größeren Fahrkomfort zu geben. Was die Sicherheit betrifft bei dem System ist, natürlich ist es heutzutage alles wesentlich besser, gar keine Frage. Ich meine, wir haben nur einen großen Querlenker hier unten. Heutzutage hat man mehrere Querlenker, Doppelquerlenker oben liegen zum Beispiel, gerade beim VW-Konzern viel, mittlerweile bei Mercedes, BMW auch. Der Fahrkomfort heutzutage ist natürlich, klar, ich kann mit 80 heutzutage in einer Kurve fahren. Das ist nicht das Problem, das Auto liegt super auf der Straße, man spürt fast gar nichts mehr davon. Aber wenn ihr jetzt über kleinste Bodenwellen fahrt oder ihr fahrt durch etwas unebenere Straßen, merkt ihr leider an jedem modernen Auto, wie ihr immer dieses Gehuckel habt, da rumhockt und sich das einfach nicht mehr so anfühlt wie früher. Nachteil, die Fahrsicherheit bei so einer Achse, auch bei der Hinterachse, ist natürlich nicht die von heute und ist natürlich um einiges schlechter, was das betrifft. Kommen wir jetzt dazu, wie ihr so eine Achse überholt und wie ihr überhaupt merkt, wenn ihr diese Achse überholen müsst. Seid ihr natürlich beim TÜV und der sagt, hör mal, deine unteren Querlenkerlager sind durch oder dein Tragführungsgelenk ist durch, dann erneuer das doch. Wenn ich jetzt sowas höre, sage ich mir meistens, okay, weißt du was, dann zerlege ich mir einmal die ganze Seite dieser Achse und überhole sie komplett, weil es ist preislich nicht teuer und es ist ziemlich einfach gemacht. Und wenn man, ich sag mal, jetzt keine zwei linken Hände hat, ist es sogar sehr schnell gemacht. Als erstes nehmt ihr hier oben die Leitungen ab aus der Kunststoffführung, die hier runtergehen bis zu dem Kunststoffclips. Den Kunststoffclips könnt ihr easy lösen, indem ihr diese beiden Zapfen hier reindrückt. Reindrücken, nach hinten schieben und raus. Dann entfernt ihr den ABS-Sensor. Der ist auch nur gekontert mit Imbusschrauben, 6er, 2 Stück, rausnehmen und die anderen Leitungen für die Elektronik, sprich auch hier, Verschleißanzeiger, einfach rausnehmen. Die Kabel könnt ihr so lange zur Seite legen, dann stören die euch auch nicht. Anschließend nehmt ihr den Bremssattel ab. Bremssattel einfach lösen an den Halteschrauben, das ist hier hinten. Das sind 2 Stück, es sind 18er in der Version. Das sind diese beiden hier. Einmal und hier oben die zweite. 18er einfach lockern und rausnehmen. Dann könnt ihr den Bremssattel nach hinten abziehen. Wenn ihr den Bremssattel abgezogen habt, gibt es 2 Möglichkeiten, den zu befestigen oder ich sag mal hier hängen zu lassen. Die eine ist natürlich, weißt du was, ich hänge den einfach an der Bremsleitung ab, dann hängt er natürlich da dran. Das ist nicht das Optimale, weil die Bremsleitung natürlich dadurch auch, man macht es einfach nicht, sage ich mal. Wenn ihr natürlich sagt, hör mal, ich muss die Leitung sowieso neu machen, weil die fällig ist, dann ist es egal, dann könnt ihr es kurz hier unten baumeln lassen. Wenn das gelöst ist, nehmt ihr als nächstes die Bremsscheibe ab. Die Bremsscheibe ist ziemlich simpel montiert, wenn der Sattel ab ist. Dafür gibt es nur eine Schraube. Ich weiß nicht, ob man die gerade sehen kann. Sieht man sie schon? Da müsste gleich irgendwo eine Imbusschraube auftauchen. Imbusschraube in diesem Fall einfach lösen und die Bremsscheibe nach vorne abziehen. Wenn das alles ab ist, könnt ihr euch natürlich dann mit dem Rest befassen. Wenn ihr auch sagt, ich mache das Radlager noch neu, möchte natürlich auch alles noch entrosten, neu lackieren oder gegebenenfalls austauschen. Vorne die Kappe abschlagen. Ihr müsst jetzt nicht hier zwischen drücken oder pressen oder irgendwas. Ihr könnt einfach mit dem Schraubendreher, so wie ich, hier rein und könnt ihn simpel drehen. Seht ihr das? Könnt schon der Kappe einen Spalt verpassen. Das macht ihr von beiden Seiten und ihr habt die Kappe super in der Hand, ohne was zu beschädigen. So, wenn das ab ist, entfernt ihr das Radlager vorne. Das ist mit einer kleinen Schraube nur montiert. Mit einem 5er Inbus lösen, rausdrehen und entfernen. Dann könnt ihr das Radlager samt Aufnahme davon rausziehen, wie ihr das von Hinterachsen und Co. schon kennt. Dann habt ihr das bereits alles hier liegen. Dann könnt ihr das Ankerblech demontieren und habt dann wirklich nur noch den Schenkel mit Feder, Stoßdämpfer und dem unteren Lenker in einer Einheit. Könnt ihr Sachen dann zur Seite legen, schon mal reinigen und strahlen. Die Sachen werden oft neu gekauft, weil sie nicht wirklich teuer sind. Es sei denn, ihr habt jetzt eine AMG-Ausführung, die mit einer HWA-Nummer anfängt oder spezielle Sondermodelle. Im nächsten Schritt nehmt ihr den Stoßdämpfer, könnt ihr oben lösen. Schon mal oben die Schraube vorlösen. Wichtig ist, ihr müsst die Feder spannen. Wenn ihr keinen Federspanner habt oder ihr möchtet euch dieses Werkzeug jetzt nicht zulegen, könnt ihr natürlich auch, wie man sagt, Trick 17. Ihr löst den unteren Querlenker an den Hauptverschraubungen, das ist einmal hier, hier und löst die Muttern davon und könnt dann den Querlenker mit einem Wagenheber einfach runterlassen. Damit entspannt ihr die Feder zusätzlich und könnt die Feder dann einzeln rausnehmen, ohne sie vorher zu spannen. Wenn ihr das gemacht habt oder wenn ihr es in einer anderen Version gemacht habt, nehmt ihr noch zusätzlich den Stoßdämpfer anschließend ab, sprich oben lösen. Die 3 Hauptschrauben vom Stoßdämpfer lösen, das ist einmal die hier oben, einmal die hier unten drin. Sieht man die zufällig? Dreh mal. Warte, obwohl ich zeig's dir von der anderen Seite. Hier diese Schrauben lösen, dann könnt ihr den Stoßdämpfer demontieren. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr natürlich auch noch die Spurstange raus und habt jetzt wirklich noch den unteren Querlenker und den Schenkel einzeln. Der Schenkel ist hier unten leider befestigt an diesem Trag- und Führungsgelenk, sprich an dem Hauptgelenk hier unten. Um das zu lösen, fährt ihr unten diese eine Schraube, die das nur hält, also sprich diese Stiftschraube, die da drin ist. Oft ist es aber so, dass diese Gelenke da unten sehr, sehr festgerostet sind mit der Zeit. Was ich oft machen muss oder was ich nur sagen kann ist, macht das Material richtig schön heiß, damit ihr das ordentlich rausziehen könnt. Wenn ihr das entfernt habt, könnt ihr natürlich dann eure einzelnen Komponenten, weil die liegen ja dann alle vor euch, hier, seid ihr das? Das ist jetzt der Schenkel, sprich
das Hauptteil, an dem alles sitzt. Hier habt ihr später das Radlager drauf, hier ist das Ankerblech drauf, die Bremsscheibe. Also alles das, was man dort sehen konnte mit Bremssattel und, ist später alles hier wieder dran montiert. Das Bauteil ist ja so im Fahrzeug, sprich Bohrstangenkopf. Traggelenk kommt hier unten rein, Querlenker sitzt hier unten und Stoßdämpfer wird hier montiert und hier, hängt dann ungefähr so hier rüber. Wenn ihr das Teil überholt, wichtig ist es, entrostet es vorher, lackiert es auf jeden Fall auch gut neu, weil dieses Ding, es steht nicht im Spritzwasser, es ist ziemlich versteckt durch seine Bauteile, aber dadurch können sie natürlich Schmutz, Salz und Reste gut, gerade an solchen Stellen hier schön ansammeln und mit der Zeit habt ihr hier wirklich jede Menge Rost, ist das Problem. Also schön entrosten, schön neu lackieren und dann seid ihr auch fertig mit diesem Bauteil. Mierst du da auch ein bisschen Hohlraumschutz bzw. Wachs oder sowas dran? Ja, auch. Ihr müsst euch vorstellen, der Stoßdämpfer liegt ja hier auf diesen Flächen auf, auch hier liegt er auf. Hier ist aber ein bisschen Luft zwischen. Beim Einbau habe ich es so gemacht, ich habe hier überall eine gewisse Wachsschicht drunter gepackt, die sich auch nicht vom Wasser wegspülen lässt, sondern dass es hier auf jeden Fall versiegelt und geschützt drunter bleibt. Das gleiche betrifft nach dem Einbau des unteren Querlenkers. Wir haben drüben noch ein Liegen, wir können mal eben rübergehen. Ihr seht ja hier das Führungsgelenk und das wird ja dann hier eingesetzt, hier unten, sprich kommt hier so rein. Nach dem Einsetzen habe ich, nach dem Festziehen, hier oben noch in den Körper ein bisschen Fett reingeschossen. Hier von der Seite und von der Seite, also sprich, bevor die Schraube durchgejagt wurde, noch ein bisschen an die Seite, ein bisschen Fett rein. Damit ich wirklich verhindern kann, dass das Ding wieder festrostet. Weil meine waren sehr, sehr stark festgerostet, die waren wirklich sehr stark korrodiert. Und damit irgendwann, in ferner Zukunft, sollte man das irgendwann nochmal tauschen müssen, nicht wieder so eine Arbeit auf mich zukommt, habe ich das auf jeden Fall mit Fett versehen, damit das nicht passiert. Das gleiche betrifft auch die Auflage der Feder. Die Feder wird ja hier trocken auf die Fläche aufgesetzt. Ich habe, bevor ich diese Feder eingesetzt habe, einen ganz, ganz dünnen Wachsfilm aufgeschmiert und dann die Feder ist eingesetzt, damit die Feder hier unten nicht wieder anrostet. Das passiert nicht sofort, aber mit der Zeit ist es wirklich so, dass wenn die Feder immer, sie bewegt sich hier unten drin immer. Das ist ganz normal. Es gibt immer Miniaturbewegung, die hier unten drauf stattfindet. Dadurch entfernt sich der Lack unten von dem Lenker und von der Feder und dann kommt noch Feuchtigkeit dazu und schon fängt es hier unten an zu rosten. Das will ich natürlich nicht, deswegen ganz dünne Wachsfilm unten rein, damit das nicht passiert. Was die Rostschutzvorsorge betrifft für das Domlager, ist es ziemlich simpel. Wenn das Domlager ausgebaut ist, habt ihr einen riesengroßen Klumpen, sage ich mal. Das Domlager ist so groß bei den Modellen. Das Domlager sitzt hier unten am Dom auf, hier drunter. Das Domlager ist natürlich oberhalb ein bisschen gummiert. Also da ist so eine Art Gummibeschichtung, Lackmittel drauf. Das Problem ist leider nur, irgendwann schubbert das am Lack und es kann passieren, dass die Döme von unten anfangen zu rosten, wenn ihr das nicht sauber macht. Deswegen bitte von unten sauber machen, wenn ihr das dann getauscht habt oder ausbaut und könnt ruhig auch hier drunter ein bisschen Fett machen. Das ist gar kein Problem. Ich habe in diesem Fall, weil es sich stark komprimieren lässt und sich auch nicht mehr bewegt, habe ich ein bisschen Fettband genommen, was hier liegt. Das könnt ihr euch dann einfach abschneiden, das Material, und könnt es einfach an die, ich sag mal, Falz, die hier drunter steckt, auflegen, montieren und dann gammelt es da auch nicht mehr. Also es ist selten, dass es mal rostet, aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Nachher passiert es und dann habt ihr nichts gemacht. Das wäre schade, wenn ihr die ganze Vorderachse schon zerlegt. Was die Staubschutzmanschetten betrifft und die Anschlagspuffer, die über dem Stoßdämpfer sitzen, die bekommt ihr auch im Zubehör. Das ist auch gar nicht mal so teuer. Ihr könnt es bei Mercedes natürlich auch kaufen, aber ihr bekommt wirklich die gleiche Qualität, die Mercedes geliefert hat für diese Teile, für unter 10, 12 Euro. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Auch das Plastikteil, was jetzt hier die Leitungen hält, einmal hier die Verschleißanzeiger hält oder auch hier oben am oberen Federteller, der Kunststoffnüppel, der die Leitungen hält. Diese Teile gibt es alle noch, die kann man kaufen, die sind auch nicht relativ teuer. Wie sind generell Preise und Verfügbarkeit für 124er Vorderachse? Es gibt alles ohne Ende. Wir haben fast alles selbst gemacht, also sprich, wir haben, wie ihr hier sehen könnt, wir haben die Teile entrostet, sandstrahlt, selbst neu einlackiert und. Das spart natürlich eine Menge Geld, wenn ihr das natürlich jetzt kaufen wollt. Die Stoßdämpfer sind teuer, wenn ihr jetzt keine Sportline-Version habt, dann ist es nicht so teuer, dann könnt ihr die normalen kaufen. Aber in der Sportline-Version kosten die Stoßdämpfer leider knapp 70 Euro das Stück. Fahrwerk komplett hinten vorne hat mich gekostet, ich sag mal so, Fahrwerk hinten vorne mit Stoßdämpfer, alles im Set hat mich jetzt 300 ein paar Zerquetschte gekostet. Die unteren Lenker, neue Lager, Gummis, alles was dazugehört, hat mich 110 gekostet, wenn ich mich nicht irre. Doch, 110, 115 Euro. Bremse vorne von THW hat mich gekostet 30 Euro. Also Schnapper, weil die war im Restpostenverkauf. Den Bremssattel habe ich einfach sandgestrahlt, habe den neu lackiert und überholt. Die meisten Bauteile, sprich Schrauben und sowas. Das hat mich mit Lack und Co. lass es 10 Euro gekostet haben. Also mehr war das jetzt auch nicht. Bremsleitung pro Stück ein Zehner, Spurstange pro Stück ein Zehner. So ein paar Muttern und Schrauben musste ich leider ersetzen und erneuern, wie auch hier oben am Domlager, weil die alten nicht mehr, also die gingen einfach nicht mehr vom Zustand. Das ist, lass es vielleicht umgerechnet 2 bis 3 Euro gekostet haben. Viele Sachen habe ich einfach aus einem Schraubenset für kleine Muttern oben fürs Domlager genommen. Das reicht, das hält. Ein Domlager pro Stück hat mich 12 Euro gekostet. Und die oberen Blechverschraubungen mit der Mutter hatte ich leider nicht mehr, weil der Vorbesitzer hatte ein anderes Fahrwerk verbaut. Die musste ich mir leider von einem anderen 124er abschrauben. Daher kann ich nicht sagen, sollten die beschädigt sein oder durch sein, was diese gerade kosten. Aber umgerechnet kann ich sagen, dass mich die ganze Vorderachse auf beiden Seiten pro
Seite, wenn es hochkommt, 170 Euro gekostet hat. Weil wir halt auch viel selbst gemacht haben. Zeitaufwand, also wenn man jetzt gut durcharbeitet und nicht, ich habe viel Pause gemacht, muss ich ehrlich dazu sagen, schafft man es, die ganze Vorderachse, wenn man fertige Teile nimmt, innerhalb von 2 bis 2,5 Stunden zu überholen. Länger braucht man dafür eigentlich nicht. Wenn man jetzt alles sandstrahlt, selber lackieren will und alles selbst erneuern möchte, dann ist es natürlich klar, wie lange man braucht, um gegebenenfalls die verschiedenen Arbeitsschritte durchzuführen. Ich sag mal, Lack durchtrocknen lassen, dauert ja schon 12 Stunden. Also kann ich mal roundabout sagen, ein ganzes Wochenende bräuchte man für so eine Vorderachse. Dann wäre man aber fertig und hat natürlich dann alles hier neu. Was nicht schlecht ist, weil wir wollen das Auto natürlich auch Taco haben und dann muss natürlich auch alles nagelneu sein oder sprich überholt worden sein. Ach stimmt, Radlager noch. Radlager hat mich gekostet, 17 Euro hat mich der Radlagersatz noch gekostet mit dem Fett. Habe ich ganz vergessen, sorry. Kappe habe ich wieder verwendet, weil die Kappe war nicht dabei und die Kappe war dann auch, für den Preis habe ich es nicht eingesehen, mir die kleine Kappe dann heute zu holen, weil das Bauteil hält nur das Fett da drin. Und man kann jetzt sagen, gut, das sieht jetzt alt aus, das ist nicht schön, da ist wieder eine Felge drauf, das sieht man gar nicht mehr und dann ist das schon für mich okay. Nee, aber das, ja doch. Das ist es zur Vorderachse schon gewesen. Zeit und Arbeitsaufwand sehr überschaubar und im Endeffekt hat man dann alles wieder in schön und sauber.